Morgen. Wir sind jetzt hier auf einem Schnellboot. Der Motor blubbert schon. Es geht zu den Delfinen und Walen. Erstmal zu den Delfinen. Und jetzt schauen wir mal, hoffentlich sehen wir welche. Sind jetzt seit 5:30 schon unterwegs. Echt früh, wenn wir aufstehen mussten. Sehr früh, ja. Aber das wird bestimmt klappen. Wir haben schon zwei tolle Regenbögen heute gesehen. Einen, da fahren wir gerade drauf zu. Sieht echt nett aus. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass alles gut geht. Wir mussten vorher so eine Erklärung unterschreiben, dass wir jegliche Haftung ausschließen. Und wenn wir den Delfinen was tun, können die uns sogar verklagen. Das mussten wir auch unterschreiben. Ja, genau. Wir sind gespannt, haben jetzt ein paar Schwimmwesten an. Noch ist es relativ frisch. Ja. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Das sind schon ordentliche Kavenzmenter, die wir haben. Bestimmt pro Motor 150 PS. Das wird schön schnell vorangehen. Wir sind gestartet. Geht los. Eben haben wir noch das Briefing erhalten, wann wir wo, wie, welche Delfine sehen können, was wir dann nicht tun dürfen. Was wir tun dürfen. Wir dürfen nur mit einem Guide ins Wasser gehen. Der führt uns dann heran, damit wir die Delfine nicht zu sehr erschrecken. Ja, und vielleicht haben sie Junge. Wir gucken einfach mal, sind echt gespannt, was gleich passieren wird, wenn Flipper kommt. Und dann ging es mit 600 PS raus auf den Indischen Ozean. Wow, wie das Boot abging. Der hat einfach den Hebel nach vorne geschoben und die 600 PS haben das Boot zum Fliegen gebracht. Die sind einfach nur über die Wellen geflogen. Wahnsinn. Als die anderen Gäste noch bei den Delfinen waren, haben wir mitbekommen, dass der Bootsführer immer mal wieder gefunkt hat mit den Kollegen draußen auf dem offenen Meer, ob da Wale zu sehen sind, und das war positiv und deswegen konnte uns der Guide auch sagen, er wird auf jeden Fall heute einen Treffer landen und wir werden Wale sehen, und dann war es auch soweit. Als wir näher rangekommen sind, haben wir nicht nur einen Wal gesehen, sondern das waren eine Walmutter mit ihrem Waljungen. Der Guide hat uns dann erklärt, das Junge ist ungefähr 7 Jahre alt, und das war total geil, so nah an diese Tiere heranzukommen. Puh, wow.
jetzt genau das Richtige, ein bisschen chillen nach dem Bootrip. Das war echt eine geile Sache. Delfine, Wale, noch ein Wal, kleiner Wal. Ey, war echt cool. Die beiden Guides, die waren auch super gut drauf, haben das echt geil gemacht. Es war kein Schrott, das war wirklich vernünftig, hatte Hand und Fuß und das Geld war es echt wert, was wir da ausgegeben haben. Wir waren dann nochmal auf dem Rückweg schnorcheln. Das war auch nochmal geil, an so einem kleinen Riff. Da waren die Korallen nochmal in Ordnung. Also nicht alle, aber wenigstens ein paar waren in Ordnung. Ganz viele Fische, die da rumgeschawenzelt sind. Und unterschiedlichste Arten. Das war echt ein Erlebnis. Aber wir sind jetzt auch ganz schön fertig. Weil, wie gesagt, um 5 Uhr aufgestanden. Jetzt haben wir ungefähr so 2 Uhr. Und jetzt sind wir in so einer Art Cocktail, Bar, Lounge abgestiegen. Wir werden jetzt hier mal was essen und ein bisschen was trinken. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Und, wie schmeckt's? Ja, Pumpe. Ja, und Banane. Und Banane auch, aber der ist lecker, lecker, lecker. Wie du siehst, sind da 2 Strohhalme drin. Mhm. Damit ich einen Doppelkopf kriege. Nein. Ja. Einer für mich. Mhm. Ja.